Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Stranded Deep. Ich habe mir derzeit mal eine andere Insel gesucht, weil auf der kleinen Insel, das ging absolut nicht, da war kein Platz. Deswegen bin ich hierher umgezogen, auf diese Insel. Und ich habe schon ein bisschen was vorbereitet, beziehungsweise habe noch ein bisschen weitergespielt. Hab mir auch das Video von Bezos angeguckt mit dem neuen Mod, den er da gefunden hat bei Steam, wo man mehr, also ich glaube, das sind irgendwie pro Einheit kann man jetzt 8 Stück, also zum Beispiel 8 Kokosnüsse, 8 Sticks, 8 Steine aufnehmen und ein paar kleine Sachen ändern beim Bauen, also zum Beispiel die Höhe der Wände, die Höhe der Sticks und so weiter. Und mit dieser ganzen Geschichte habe ich mich jetzt so ein bisschen beschäftigt. Habe auch, wie gesagt, ein bisschen weitergebaut. Habe festgestellt, dass die Fischerfalle absolut nicht funktioniert, so wie man es verspricht. Jetzt will ich mal ganz kurz den Rest von meinem Häuschen hier fertig bauen, was ich angefangen hatte. Und dann will ich mal ganz kurz euch mal ganz kurz was zeigen. Und zwar habe ich die Fischerfalle, also Fishtrap, hier hingelegt. Und ich glaube, ich spiele jetzt schon 2 oder 3 Tage. Wo habe ich es hingelegt? Ah, das ist ein Hai. Dann war es die Seite. Jedenfalls spiele ich schon, da liegt sie. 2 Tage oder sowas und es ist eine Sardine drin. Oh, okay, ich habe was gefangen. Ich habe eine Sardine gefangen nach, glaube ich, 2 Tagen oder so. Also so effektiv ist das Ding noch nicht. Da ist es leichter mit einem Speer loszuziehen und die Sardinen so zu fangen. Das geht viel besser. Muss ihn nur treffen. Ich treffe es natürlich nicht. Ich muss, glaube ich, schwimmen, das geht besser. Vielleicht, was bist du? Ja, wie gesagt, man muss ja vorsichtig sein, was für einen Fisch man fängt. Und hier sind natürlich nicht die Fische, die ich gern doch hier. Da ist einer. Die kenne ich noch und ich weiß, dass die einigermaßen noch gesund sind. Bei den Rest kann es passieren, dass man sich vergiftet. Aber die hier sind gut. Die nehme ich auch mit. Und dann mache ich gleich meinen Grill an. Und grill die mir. Wie viel habe ich jetzt? Nein, jetzt habe ich, glaube ich, meinen Speer weggeworfen. Ich habe 6 Stück und das sieht man ja auch, man kann die jetzt schön stapeln, also bis 8 Stück kann man stapeln mit diesem Mod und Picard, ich weiß nicht, ob der so gesund sein soll. Vielleicht könnte man jetzt mal also hier noch so ein paar Fischarten ausprobieren und die einfach mal vorher abspeichern und dann vorher, also danach halt dann so einen Fisch mal probieren, dann weiß man, was giftig ist und was nicht. Aber ich glaube, die reichen jetzt auch erstmal. Dann werde ich mal zurück. Ah, das hätte ich nicht gedacht, dass ich mal eine Sardine mit der Falle fange. Also es hat sehr lange gedauert für eine Sardine. 2 Tage gewartet, bis da mal was drin war. Sehr merkwürdig. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Ist da was rot? Ach ne, es ist nur ein Seestern. Ich wollte gerade sagen, ist da was Rotes drin. Ich weiß nur noch nicht so wirklich, wie die Falle funktionieren soll. Weil ich hatte eigentlich erhofft, dass wirklich da am Tag so bestimmt, was weiß ich, 5-6 Sardinen da mal sich verfangen. Ach, verdammt, geht das schon wieder los. Ich brauche unbedingt noch eine Foundation, um
hier leichter dran zu kommen. So. Das müsste eigentlich jetzt so funktionieren. Und derzeit können wir hier das Haus weiter bauen. Ich wollte hier noch ein Fenster reinmachen, auf der Seite und dann noch. Ich glaube, das reicht nicht. Foundation. Ach, nicht den Hammer wegwerfen. So, der Fisch müsste fertig sein. Ja, aber wie denn Foundation und nicht eine Wall? Ah, jetzt. In the Wall. Wall. Mache ich die jetzt auf die Seite oder auf die Seite? Also wegmachen kann ich es immer wieder noch. Kaputt kloppen, weil ich habe da oben auch hier die Foundation doppelt gestellt, um hier oben drüber dann so eine Art Krähennest. Ja, okay. Sind wir fertig. Um da oben drüber halt so eine Art Krähennest zu bauen. So, wie sieht es denn aus? Ah, Wasser. Es hat geregnet, die Wassereimer sind voll. Ich habe hier schon ein bisschen mein Zeugs von der anderen Insel so mitgeholt und habe sie hingelegt. Und ich brauche hier unbedingt noch eine Leiter. Aber ich glaube, da reicht schon wieder mein Holz nicht. Und, achso, was ich gefunden hatte, was ich nicht weiß, was es sein soll, das hier. Ein mysteriöses Paket. Dead Eggs. Was auch immer das sein soll, ich kann es aufnehmen, ich kann es rumwerfen, aber ich kann es nicht öffnen. Also ich habe schon versucht, hier mit der Axt oder sowas dagegen zu schlagen, zu treten, was auch immer, zu hauen, zu hacken und nichts passiert. Da drin ist noch ein Frack. War ich denn da schon drin? Jedenfalls passiert absolut nichts. Tür hatte ich schon aufgemacht, aber ich glaube, ich hatte noch nicht alles rausgeholt. Und ich weiß nicht, für was dieses Paket sein soll. Ob das nur einfach so ein... Oh, da ist noch ein Schienen. Und noch ein Tape. Jedenfalls, ob das jetzt so einfach so ein Easter Egg oder irgendwie sowas ist. Einfach nur so da für nichts. Oder ob es einen Sinn hat, das weiß ich halt noch nicht. Da haben wir noch Kartoffeln, glaube ich, sind das, ja. Ne. Achso, ich kann die nicht aufnehmen. Ich schlepp schon wieder mit mir zu viel rum. Na, wo ist die vierte? Die vierte gibt es anscheinend nicht. Hier ist alles voller Krabben. Also ich habe hier erstmal genug zu essen, Kartoffeln, Krabben, Kokosnüsse und nichts mehr in der Foundation. Habe ich die hingeschrieben? Kein Feuer mehr im Grill. Muss ich gleich nochmal anmachen mit Palmwedeln. So, machen wir das noch dahin. Jetzt habe ich schon gesagt, dass weggeworfen. So, und jetzt gucke ich mal, ob ich hier noch Palmen habe, um das Feuer wieder anzumachen. Dann brauche ich eine neue Axt. Müsste ich auch noch craften. Guck mal, ich habe doch hier noch Tee und den Kanister. Also Benzin habe ich auch genug. Falls mir das Holz ausgeht. Und ja, jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, das ging mit dem Palmwedeln. Beim Bezos hat es jedenfalls geklappt, dass man hier das. Ja, okay, es funktioniert. Mache ich mal vier Stück drunter und dann mein Feuer. So, dann grille ich den Rest noch. Und dann suche ich mir noch Holz. Ich habe hier nicht mehr so viel.
Weil ich habe halt damit die Hütte gebaut und habe den Rest von da drüben auch noch geholt, was da noch lag. Aber es reicht einfach nicht. Ich muss dann gucken, ob ich noch eine andere Insel finde, wo ich mir noch Holz besorgen kann. Irgendwo, vielleicht in der Richtung, weil ich wollte gerne mal so ein Seafloor vielleicht noch finden. Weil da sind ja anscheinend sehr schöne Sachen drin. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier noch eine Leiter zusammenkriege. Das ist dann die letzte Palme hier. Weil ich wollte gerne davon noch eine Leiter hinmachen. Dann noch zwei halbe Sticks und noch zwei Wände. Mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Vom Material her. Das sind noch mal 8 Stück, die da rauskommen. Ja, das wird echt knapp. Das wird knapp. Ja, das war jetzt meine Axt zu dem Thema. Brauche ich auch noch mal einen Stick. Den hatte ich hier irgendwo hingeschmissen. Hier hatte ich ihn hingeschmissen, genau. Da liegt auch noch einer. Werde ich mir gleich mal 2 Äxte bauen. Sicher ist sicher, man weiß nie, was für was man das. Oh, hier ist mein Stick. Für was man es braucht. Falli spielt gerade Garry's Mod. Was auch immer das schon wieder ist. So, jetzt habe ich hier sogar 4 Sticks. Da hinten sind noch ein paar Steine. Da werde ich mir erstmal Äxte bauen, um weiter zu hacken. Ex, ex. Und noch eine Ex. So, die stapel ich jetzt schon erstmal und dann hacke ich hier mal den ganzen Mist noch klein. So, da und den noch. Und dann bin ich gespannt, ob ich mal so eine Leiter bauen kann. Ich glaube, da braucht man die Lashies für. Hatte ich noch welche? Ja, da. Ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt waren. Zur Not muss ich hier noch mal die Lukas platt machen. So, die 2 und dann nochmal 2 und dann sollten wir es eigentlich bunkern. Und eine Fischertrap werde ich auch noch bauen, weil ich nochmal eine auslegen will. Wenn man den Ertrag so gering hat, ach die Heilige, wenn man den Ertrag so gering hat, dann ist es vielleicht besser, nochmal irgendwie eine, na, die baue ich auch, nochmal eine irgendwie zu bauen, dass man da vielleicht ein bisschen Fisch. Wie denn Foundation? Kann nicht sein. Warum geht denn hier jetzt keine Leiter? Na, was denn jetzt hier weg? Weg. Nee, es gibt absolut keine Leiter. Ich weiß jetzt auch nicht warum. Und was man dafür noch braucht. Es kann sein, dass ich dafür vielleicht noch ein paar Sticks brauche, die ich nicht habe. Oder ich habe hier noch einen liegen. Das sieht schlecht aus. Sieht sehr böse aus, dass ich hier noch eine Leiter zusammenkriege, um nochmal auf eine andere Insel zu fahren. Nee, ich glaube, das wird nichts. Finde hier nichts, entweder bin ich zu blind, da liegt ein Stein, aber nirgendwo mehr ein Stick und deswegen kann ich leider da nicht hinbauen. Das ist echt scheiße, deutsch gesagt echt Mist. Bett habe ich schon, Hammer, nee. Ich glaube, ich brauche dann noch irgendwie einen Stick dafür. Weil ich wollte einmal hier oben eine Leiter dran setzen und einmal hier eine Leiter dran setzen. Und dann wollte ich hier, das kann ich aber machen. Support. Oder stopp mal. Stopp mal. Jetzt vielleicht. Ja, jetzt. Ach, 4 Sticks und 2 Ropes.
Okay, das ging nur nicht, weil es zu weit von der Foundation weg war. Ich hätte dich gerne hier dran. Hier dran. Irgendwie hier. Hallo? Ich glaube, es will nicht. Vielleicht da dran? Kann ich die jetzt irgendwie drehen oder so? Nein, das will nicht, das gibt's nicht. Vielleicht geht es so rein. Irgendwie. Geht's nicht. Warum geht das nicht? Support Steps. Ach, die kann ich jetzt mit dem Mausrad drehen. Und deswegen geht es nicht. Ich kann die jetzt hier hinsetzen oder hier hin. Und zwar, wenn ich mit dem, das liegt anscheinend am Mod. So, jetzt machen wir hier noch einen Stick hin und setzen den aber nur halb hoch. Ungefähr auf die Höhe. Und ich hatte noch einen Stick. Okay, das erklärt jetzt einiges. Ich muss die Leiter also durch den Mod. Ist das jetzt die Höhe oder die Höhe? Ich glaube die Höhe, ne? Ja, nee, ich weiß auch nicht. Doch, sieht gleichmäßig aus. So, jetzt ziehe ich den ganzen Mist hier nochmal rüber und guck mal, ob ich noch eine Wall bekomme, also eine Wand. Aber ich glaube eher nicht, dass das noch funktioniert. Und wenn das nicht funktioniert, dann beende ich erstmal die Folge und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn ich mehr Holz besorgt habe. Ne, das geht nicht. Ich glaube, da brauche ich mehr Sticks. Oh, auf jeden Fall hat es so schon mal funktioniert und ich glaube, der ist echt entweder nicht zu hoch oder mal kurz von hier gucken. Ne, doch, sieht gleichmäßig aus. So, und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal ins Bett und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, denkt dran, Daumen hoch und wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert meinen Channel. Und dann versuche ich mal beim nächsten Mal halt hier noch mein Krähennest zu bauen und auf jeden Fall dann nochmal so ein C4 zu finden. Weil bis jetzt habe ich das noch nicht. Und dann würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.